Dann, die Aufnahme beginnt in Ichi, Ni, San, Nutsu, Go! Moin, schon mal liebe Leute, willkommen zurück zu einer Folge Backen, hieß der Folge The. Ah, mein Mund. So, hab grad die Tür noch geschlossen. So. Ja, ich bin hier wieder in meinem alten Stammclan, die Zabermafia, weil bei der Tactical Army ging es mir langsam wirklich auf den Sack, dass niemand den Befehlen gehorcht hat, die ich dort gab. Man kann doch so geile Befehle geben. Wenn niemand gehorcht, dann bringt das nichts. Aber gut, hier in dem Clan ist das anders. Also, ja, hier ging wirklich alles prima los im CW. Und ihr könnt es euch auch ansehen, 59 von 60 verdammten Sternen. Ah ja, da. So, hier die Zabermafia, die ist jetzt, wo sie wiederbelebt ist, auch aktiv wieder wie sonst noch was. Das ist einfach nur krass. Na gut, dann zeige ich jetzt mal die Angriff hier. Das wird eine Deluxe-Folge. Den Knusas, seinen Side-Account haben die nicht mal geschafft. Internet-Zusammenbruch. Ja, ich werde hier mal kurz cutten. Bis gleich. So, Internet läuft wieder. Alles klar, wieder da. Boah, wie geil. Dann geht der endlich auf der 11. Boah, das wird so geil mit dem Knusas. Na gut, dann gucken wir uns jetzt hier die Angriffe an. Also, da hatte der Polly, hatte hier 50% gemacht bei der 1. Das war wirklich knapp, aber es war ein geiler Angriff. Na gut, ich glaube, ich zeige ja alle 20 Angriffe. Das wird meine Deluxe-Folge. Es hat aber auch wirklich jeder hier Twisters gemacht, als halt bei der 1. Aber ich glaube, bei der 1 war auch das nicht. Gut, er hat hier mit Mass Golem angegriffen. Ich weiß nicht, hätte hier... Er hätte auch nicht die Klammerburg blocken können. Wobei, wenn er von der anderen Seite reingegangen wäre, vielleicht mit einem... Das hat dann vielleicht noch etwas mehr gegeben. Na gut, egal. Booster ist Booster. So, und ganz nebenbei, Mass Golem hier, das war so ein krasser Angriff. So, dann gucken wir uns mal die Nummer 2 an. Ja. Hat er auch wieder gemacht. Also schade. Nummer 2 hätte ich ehrlich gesagt gern gestartet. Hier, Erdbebenzauber hier hin. Ist easy geworden. Aber es gibt auch die einfache Möglichkeit, man kann auch einfach Hooks nehmen. Ja, die hat halt auch benutzt, aber bei mir lohnt sich das mit Hooks noch nicht, weil ich sie erst auf 1 habe, dass ich sie bis jetzt noch nicht benutzte. Ich glaube, ich werde sie mir demnächst erstmal wechseln, sobald ich die Golems etwas höher habe. Ja, als nächstes mache ich Golems, die sind ja easy. Im Vergleich zu 6 sind sie noch recht günstig. So, hier den Angriff auf den auf die 3 von mir. So, das ist zwar nur ein TA-8er. Aber der ist gut gemaxt und der Knuser hat mir so viel Druck gemacht zum Spaß. Das haben normal. Na gut, umso mehr habe ich mich über den 3-Star gefreut. So lächerlich das auch klingt. So. Da ging auch alles nach Plan. Ja gut, ich habe es nicht geschafft, hier die Golems verteilt zu setzen, weil die auf den Gobi-Turm gingen, den ich vorhin übersehen habe. Aber das war kein Problem. Man sieht ja auch noch, ich habe hier noch eine Menge Truppen in der Rückhand und die Base ist auch schon fast kaputt. Da habe ich jetzt die Hoggies gesetzt. Ja, die Hoggies haben an der Seite eigentlich fast alles weggewischt. Und ja, und dann konnte ich von der Seite hier noch gut weg aufräumen. Mit King und Queen. Ja. Hä? Lol. So, dann. Gehen wir weiter zu A. Der Angriff auf die 4 von dem Jones. Ja, also, mein zweiter Angriff war leider etwas unrühmlich. Der war auf einen TA-7 näher, Nummer 5. Aber gut. Ich habe auf jeden Fall die 6 von 6 Sternen bekommen. Also von daher. Ich kann hier nicht null. Nicht hier. Ich kann mir seinen Fuß nicht angucken. Ach, das liegt wahrscheinlich daran, dass ich hier gerade lang gewandelt bin. Ah, der Jones hat hier leider einen Just Dragon-Angriff gemacht. Scheiße, nicht so spannend. Na gut, dann kann ich ihn auf jeden Fall mal überspringen. So, ihr wisst ja eh, wie das aussieht, wenn da so Just Dragon-Fleester macht. Hier habe ich die 5 nochmal gerade weggemacht. Die Base ist einfach gegen Tier 8 so instabil. Ich weiß, das ist zwar nichts Besonderes, dass ein Tier 7 ist, aber trotzdem muss da in der Mitte einfach nur ein Erdbebenzauber sitzen, dann sind alle Mauern nutzlos. Habe ich auch gefeiert. Ja. Da habe ich aber schon großen Scheiß gemacht. Als ich den Drachen töten wollte, habe ich aus Versehen die Packers gesetzt. Na gut, das passiert, wenn man spät abends am Handy den Angriff macht. Deshalb mache ich die auch lieber am PC. Aber gut, ich habe einen Twister bekommen. Die Fehler, die ich hier gemacht habe, waren bei der Base verzeihbar. Also von daher. Och, was ist denn mit meinem Internet los? Ich cut wieder kurz. Bis gleich. So, jetzt können es weitergehen. Hier den Angriff auf die Nummer 6, der Lionel Richie. So, von. Ah. Och nee, das kann nicht sein. So, jetzt geht's weiter. So, von dem Your Clanmate. Das ist der Felix. Das ist der Cruiser. Der hat dir vorhin den Namen seines.
Ja, dritte Count Scanner. Oh, es geht doch so nicht. Nee, komm, wir lassen jetzt einfach laufen. Ich kann hier einfach mal wieder. Bis gleich. So, es kann weitergehen, auch wenn hier immer noch das Verbindungszeichen kommt. Ja, es geht irgendwie weiter. Ich werde auch nicht rausgeschlossen. Mein Internet ist wieder da. So. Ja, war halt dieses Freestar. So, da der Felix, den Account hat, hat der Cruiser von irgendeiner seiner Kollegen, glaube ich, bekommen, wenn ich das richtig verstanden habe. Der ist auch stark gewascht, aber der hat ihn wieder etwas, ja, der Cruiser hat ihn wieder hinbekommen. So, dann gehen wir mal hier auf. Oh, wir stehen unter Beschuss. Jetzt nicht mehr. Schade, ich mache Beschuss. Na gut, dann gucken wir uns. Oh, das hat der Felix auch gemacht, der Felix, der Cruiser. So. Ich kenne einen ganz anderen Felix, der immer ganz gereizt darauf reagiert, wenn man Felix nennt. Na gut, egal. Boah. Nee, komm, wir ignorieren das jetzt einfach. Das geht ja sowieso weiter. Ich muss auch einmal wieder mein Langkabel fixieren. Das wurde gestern etwas locker und ja, ich kann es halt nur mit einem Hufeisen fixieren. Also von daher, ja. Passend zu 100%. So, ich werde das Langkabel mal gerade neu fixieren, weil es geht mir gerade auf den Eiern und euch wahrscheinlich auch. Bis gleich. So, jetzt kann es weitergehen. Das ist aber auch wirklich sehr nervig. Seitdem mein Vater damals das Langkabel geschnitten hat, hat es die ganze Zeit Wackelkontakt. Ich verstehe auch nicht, wieso. Dann gucken wir uns hier mal den Angriff auf den Tree an vom Early Boy. Ah. Der frühe Wurm wird vom Vogel gefressen. Oder so ähnlich. Ja, boah. Der schätzt das Punkte gerade. Was hat er denn jetzt auch? Ich glaube, dass er heil abgemacht hat, was er geändert hat. Also, ja, das war jetzt die Three-Star natürlich. Wäre auch traurig, wenn nicht. So. Wobei, was ist der Early Boy? So, hier. Early Boy, was ich. Ja, ist der 6. So. Kommt noch. Ich hab's doch gerade erst fixiert, ich verstehe das nicht. Aber es sind ja auch immer nur so 3 Sekunden Zusammenbrüche. So, ich verstehe einfach nicht, was hier los ist. Na gut, egal. Yeah. Ja, genau, jetzt gucken wir uns auch erstmal an, was der hier so schönes an den Kleinanstellungen geändert hat. Nö, ich finde da nix. IDWL, schön, oder habe ich gemacht gestern? Wissenschaftliche Schreibweise. 28.000 mal 10 hoch minus 3 zu 17 Losers. Ja, so lässt man seine Wins zahlreich aussehen, Leute. So, hier. Da, den hatten wir schon. Da, den hatten wir auch schon. Hier, mit Jones 2.0. Ja, Jones 2.0 wird in dem Fall ja eigentlich bedeuten, dass er besser ist, aber Jones 2.0 ist einfach nur sein zweiter Account. Ja gut, egal. Ah, da werden wieder inaktive User geworfen. Ja, so wird der Clan hier halt sauber gehalten. Und lol, hat der überhaupt eine. Ach so, die Luftabwehr wahrscheinlich. Da habe ich jetzt nicht drauf aufgepasst, schade. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, den Gegner zu raiden. So, naja, auf jeden Fall besser als Just Dragon, aber die Heiler, die waren da jetzt etwas unnütz. Na gut, egal. War ein Treestart, gut gereicht. Hier, Killer Bee. Ah. So, ja, ich weiß nicht, ob Killer Bee hier eine Anspielung auf Naruto spielen sein soll. Ich habe schon mal mit ihm, ich habe ihn schon mal gefragt, aber als er ja sagte, hat er einfach nur ja gesagt. Und als ich dann mit ihm über Naruto sprechen wollte, konnte er überhaupt nichts beantworten. Na gut, egal, tun wir einfach mal so, als wäre es eine Anspielung auf den Killer Bee. So. Bam. Zerfickt. Na gut, wir auch von einem Chinchuriki zu erwarten. So, hier. Ah, nochmal der Klavi. Der Angriff in den Bonsai. Passt. Oh, doch nicht so. Oder doch? Nee, ist nicht da. Na gut, egal.
So, die Hälfte der Angriffe haben wir hinter uns. Boah, das ist aber auch krass, wie glatt der Zivil lief. Als wir das mal bei der Tactical Army versucht haben, so überhaupt einen 15er CW zu kriegen, da ging es extremst in die Hose. Aber hier, ein 20er CW, so easy. Ich glaube, wir könnten demnächst auch einen 25er versuchen, es wird gut laufen. Also klar, IP gibt es auf jeden Fall, aber ich weiß nicht, ob ich demnächst überhaupt in die Tactical Army zurückgehen werde. Ich habe da geschrieben, ich bin für 1 bis 6 Wochen weg. Aber ich glaube, das ist nicht genug Zeit. Ja gut, ich bleib hier in der Zapfmafia erstmal für eine Weile. So, ist auch der beste Clan mit dem angenehmsten, wie ist das nochmal? Egal, wie schon welche meine. Mit den angenehmsten Usern, genau. Mit den angenehmsten Clusern, sorry. Dann. Ja, jetzt geht's weiter zu 13. Da hat der Stalking. Ah, das ist eines der Accounts von Polarbär, genau. Wir haben uns hier alle noch ein paar weitere Accounts gemacht. So zum Spaß, so Kuppel-Accounts nennen wir die. Ja, ich gebe es auch direkt, ja. Ich habe dazu auch direkt eine Idee bekommen, nämlich habe ich jetzt hier eine Challenge gestartet. Da mein vierter Account, der Minhund-Loro, von dem seht ihr gleich auch Angriffe, der hat jetzt folgendes: einmal 1000 Kriegssterne mit TA3. Ja, da hat er schon ein paar gesammelt. Und das wird voraussichtlich ein Jahr dauern, wenn ich hier immer 3 Stars mache. Also wenn ich 6 von 6 Sterne pro Klangkrieg bekomme, haben wir schon ausgerechnet. Und das bekommt er ja sowieso. Wird er es bald haben, in einem Jahr. Ungefähr wird er die 1000 Kriegssterne haben. Dann sein zweites Ziel. Ich werde schon mal weitermachen. Da kommt als nächstes Jahr. Ich werde. Ja, ja. So, sein zweites Ziel ist es, durch Spenden Level 100 zu erreichen. Das wird eine Weile dauern. Ich gebe ihm 5 Jahre. Ja, ist so. Und das letzte seiner Ziele ist es, mit TH3 Champion zu erreichen. Ja, wie lange das brauchen wird, weiß ich nicht. Ich hoffe mal, das wird easy. Ja gut, auf jeden Fall sind alle diese Challenges realisierbar. Es haben auch schon Leute mit TH2 geschafft, auf Champion zu kommen. Also von daher. Ja, dieses kleine Kerlchen, der Minundono, der hat schon einiges vor sich. Mal gucken, wie weit er kommt. Ach ja, noch so ein kleines Update zu Project NoDev. Ich glaube, wir könnten das Projekt als gescheitert ansehen. 6 ist komplett Army Maxed, aber ich glaube, viel weiter wird er in voraussichtlicher Zeit nicht kommen, weil ich es einfach nicht schaffe, das fucking Gold für das Rathaus-Update zusammenzubekommen. Alles andere ist kein Problem, aber an dem Gold wird es wahrscheinlich wirklich scheitern. Ja gut, mal sehen. Sobald er das Gold vielleicht durch Zufall, Glück und Reichtum macht, zusammenbekommen hat, werde ich euch Bescheid sagen, dann geht das Projekt weiter. Aber bis dann könnt ihr es als pausiert ansehen. Ihr wird noch ein paar Gastauftritte und ein paar CWs haben, aber vielmehr wird bei dem wahrscheinlich nichts mehr kommen an Fortschritt. Ja gut, ich kann versuchen, durch die CWs noch etwas Gold zusammenzukratzen, aber ist halt schwer. Vor allem kriege ich mit Project NoDev auch immer Luschen Gegner, vor allem bei TA6. Das Problem ist auch, dass wenn der Gegner nicht die Hälfte seiner Mie eingesetzt hat, ich kein Schild bekomme. Ansonsten wäre das wirklich easy, da jetzt weiterzukommen. Naja, irgendwann. Ich habe mit ihm jetzt auch die Angriffe eingestellt, damit ich dann wirklich durch die Sammler was bekomme und ja, ich auch nicht so abgenommen krieg. So, hier, da. Ah, I am getting fat, eines von Klusas zweite Counts, vierte Counts, was weiß ich nicht, auch für Counts. Ja. Der hat da Klusas sich stark geoutet. So. Na gut, Klusa, geh mal wirklich, wie du bist. So. So viel zu dem hier. Dann kommen wir auf die Nummer 18. Ah! Der hat die Minhund-Dono angegriffen. Ja, also, wie ihr sehen könnt, der hat hier auch ein Max-Loon bekommen. Oh yeah. Ja, das ist nicht ein Max-Loon, zwei Max-Loons. Aber das wurde hier schon knapp, weil die Valkyrie hier nicht gestorben ist durch die paar Bogies. Ja, das hätte ich besser managen können. Das wurde hier schon wirklich knapp von der Zeit, aber die beiden Loots haben es Gott sei Dank noch geschafft, einen 3-Star zu bekommen. Sonst wäre es so schlimm. Ich kann seine Infos nicht abrufen. Na gleich. So. Jo. So. Boss geht hier gerade ab, wie der Clan hier einfach expandet. Und hier, ja, genau, solche brauchen wir. Genau solche brauchen wir für die CWC. Viele sind jetzt drin. Oh Gott. Knuser.
Du musst Platz frei machen. Clan zu voll. Boah. Die Cybermafia ist ja wieder auf ihrem Höhepunkt, Leute. Nehmt da mal gucken, vielleicht können wir ein paar schlechtere und inaktivere kicken, wenn ihr dann hier noch rein wollt. Denn wenn ihr so, sagen wir mal, so gegen TA9 seid, TA8, ja, TA7 ist auch noch perfekt, dann brauchen wir genau Leute wie euch. Für neue aktive Member. EVDL, findest du noch ein paar Inaktivis? Na gut, ein Platz ist hier noch frei. Limitiert, Leute. Also wenn ich ihr wäre, falls das grammatikalisch richtig ist. So, ja, bin schon bei AG Nummer 20. So. Dann, hier kam nochmal ein Game Fetz drin vor. Ah, verdammt, jetzt hab ich's gesagt. Der Klose hat mich gekriegt. Boah, wie cool die Luckys aus. Boah, ich muss die Luckys unbedingt upgraden. Alter. Ja gut, aber ich glaube auf den Level, die sehen schon sehr nach TH. Ja, die sehen mir schon sehr nach CA. Boah, die Walküre. Sehen mir schon sehr nach CA10 aus. Ja, also jetzt haben wir wieder zwei Platz frei für euch, Leute. Ah, da beginnt schon die Invasion. Perfekt. Boah, wie viel die Walküre einfach hält. Ich glaube, ich werde mit der auch demnächst ein bisschen üben. So, die mal zu benutzen. Ach ja, ich sollte vielleicht mal auf vierfache Geschwindigkeit stellen, wäre nicht schlecht. Jo, das wär's dann zu diesem CW. Wir hätten hier gewonnen, ein sehr großer Sieg. Mal gucken, wie viele EP bekommen wir dann eigentlich hier, Siegesbonus. Wie alt seid ihr? 16. So. Dann gucken wir mal hier, klar. Oh. Oh, da bekommen wir eine ganze Menge IP raus. 50 Sieges-EP, oder? Meine ich über ehrlich Sieg. Ja, plus 5. Ja, boah. So kriegen wir den Clan voran. Mal gucken hier. Ja, der ist bald auch schon Level 5. Ah ja, es geht voran. Hihi. So, ah, der Knüsser wurde langsam auf 15. Herzlichen Glückwunsch an dich. Ich weiß, dass du das Video hier siehst. Ja, gut. So viel zu diesem Clankrieg. Ich frag mal an. Können wir schon mal die WL ändern? So, für das Video kommen wir. Für die Zuschauer. Meine Tastatur stirbt. Oder meine Finger auf der Tastatur, das kann auch sein. Jo, komm, ich mach dann. So. Der CW geht noch 2 Stunden. Pff. Die Gegner können sich nicht vormachen, die haben keine Chance mehr. Das kriegen sie nicht mehr hin. So, oder? Gucken wir mal. Ja, hat jemand schon? Wer hat den Pol angegriffen? Niemand. Die gegnerische Nummer 1 hat noch einen Angriff übrig. Aber damit wird er keine 6 Sterne bekommen. So, die 2 hat's. Ne, keine Chance mehr. So, dann hier den Clan. Können wir mal die WL ändern? So, anpassen hier. So, 17 müssen wir uns jetzt merken. Dann WL. 29.000 mal 10. Fällt nicht mal 0. Mal 10 hoch. Minus 3 zu 17. Das zu 17 müssen wir größer aussehen lassen, ansonsten denken die Leute noch, das wäre zusammengefügt. Zu 17. Perfekt, und speichern. Jo, so viel dann zu diesem CW.
Wir sehen uns dann demnächst wieder beim nächsten CW. Hoffentlich genauso glorreich. Ich vermute aber mal schon, weil die CWs hier in der Cyberware sind immer so glorreich. Nee, jetzt nicht überheblich werden. Wir sollten den Teufel jetzt nicht an die Wand malen. So, dann würde ich mal sagen, bis zur nächsten Episode. Ciao. Ach ja, sprich das an. Ich bin ein X-Bogenwascher, mein X-Bogen hier nenne ich auf 3. So, und wenn ich es bis übermorgen noch schaffe, 3 Mille Gold zu farmen, das wird easy, dann kann ich auch noch direkt den zweiten X-Bogen auf 3 tun. Da bin ich erst am Max. Und wisst ihr, was toll ist? Neben X-Bogen ist alles andere einfach nur billig. Na gut, bis dann, Leute. Ciao.